Berlin ist wieder geteilt. Zumindest wenn es nach den Regeln der schleswig-holsteinischen Landesregierung gilt. Denn die sagen, wer beispielsweise aus dem Bezirk Mitte kommt, der darf nicht einreisen. Und zwar in das nördlichste Bundesland. Hier liegt der 7-Tages-Inzidenzwert oberhalb dieser kritischen Marke von 50. Es gibt natürlich großes Unverständnis bei den Berlinern und Zustimmung an der Ostsee. Die innerstädtische Grenze verläuft genau hier. Die Bezirke Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain, Kreuzberg und Neukölln werden in Schleswig-Holstein als Risikogebiete gelistet. Einreise in den Norden nur mit 2 negativen Corona-Tests oder 14-tägiger Quarantäne. Ich finde es total bescheuert, wenn Berlin hier geteilt wird. Meine Meinung ist eben, dass es albern ist, weil man ja gar nicht kontrollieren kann. Also der Virus macht jetzt quasi an der Grenze Halt. Ja, das ist Aktionismus. In der Praxis heißt das... Also wir wohnen hier und da ist Schöneberg. Ich darf nach Schleswig-Holstein reisen und die Nachbarn hier gegenüber leider nicht. Die Berliner verstehen die Welt nicht mehr. Apothekerin Ulrike Schienagel und ihre Kollegin arbeiten zusammen in Schöneberg. Die eine wohnt im Risikogebiet, die andere nicht. Das macht den Unterschied. Und wir fragen uns, wo ist der Sinn? Ich dürfte reisen und sie möchte reisen und darf nicht, obwohl wir eigentlich das gleiche im gleichen Umfeld bewegen, nur unsere Schlafstätte ausgewiesenerweise unterschiedlich ist und das macht uns zu unterschiedlichen Menschen. Vollkommen absurd. Eine Stadt. Doch nicht alle dürfen reisen. Und das so kurz vor den Herbstferien. Tönz Haltermann ist der Geschäftsführer eines Hotels in Scharbeutz. Er versteht, dass die Situation ungewöhnlich ist, aber... Ja, ich glaube, dass es anders einfach nicht geht. Wenn man es kleinteiliger machen könnte, dann müsste man es wohnblockweise oder straßenzugsweise machen. Also irgendeine Regelung muss es geben. Täglich kontrollieren die Hoteliers die Risikogebiete und ihre Gästelisten anhand von Postleitzahlen. Rein theoretisch gäbe es auch die Möglichkeit von 2 negativen Corona-Tests. Aber das habe bisher noch niemand in Anspruch genommen, so Haltermann. Nach den aktuellen Regelungen darf der erste Test ja nicht älter als 48 Stunden vor Anreise sein. Und zwischen dem ersten und zweiten Test sollen 5 Tage liegen. Das heißt, Sie reisen an, haben einen Test dabei, müssen dann mindestens ja 3 Tage in Quarantäne bleiben, den zweiten Test machen und noch auf das Ergebnis warten. Aber man soll sich ja auch nicht vorstellen, dass das dann so schön ist, in einem Hotelzimmer eingesperrt zu sein. Denn Sie dürfen öffentliche Einrichtungen nicht betreten. Sie dürfen nicht zum Frühstücksbuffet, dürfen sich nicht in Gemeinschaftsräumlichkeiten aufhalten. Das heißt, Sie sind dann wirklich isoliert in Ihrem Hotelzimmer. Auch bei Olaf Iskara in Pelzerhaken mussten schon Gäste aus Berlin ihren Aufenthalt stornieren. Deswegen stehen in seinem Hotel Zimmer leer. Das ist natürlich total blöd, wenn wir weniger Gäste bekommen, als die wir brauchen, was wir kalkuliert haben. Auf der anderen Seite ist natürlich unsere Gesundheit deutlich wichtiger als Umsatz und Gäste. Das heißt, da müssen wir das Gesundheitsgut einfach höher ansiedeln und schauen, dass unsere Gäste und unsere Mitarbeiter auf jeden Fall auch gesund bleiben. Das ist das Wichtigste für uns. Und solange in diesen Berliner Bezirken die Zahlen nicht sinken, bleibt die Hauptstadt geteilt. Es sei denn, die schleswig-holsteinische Landesregierung stimmt einem bundeseinheitlichen Modell zu. Darüber wollen die Chefs der Staatskanzleien heute beraten.